Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Call of Duty Black Ops Let's Play. Ich musste gerade etwas länger überlegen, aber ja, es ist nicht so schlimm. So, zu den Minecraft Let's Plays. Demnächst werden mehrere Parts kommen. Ich versuche fast täglich ein Video zu machen und ich habe mit Alec auch schon ein paar vorgemacht und von daher dürfte das kein Problem sein. Und die Probleme mit meinem Black Ops Online Gameplay Zeug sind jetzt auch gelöst, da ich mir Geld gespart habe, auf die Seite gelegt habe und mir daher jetzt eine PS3 kaufe. Und dazu noch ein HDPVR. Manche wissen, dass ich Geburtstag hatte und dafür auch etwas bekommen habe, logischerweise. Und ja, da werden dann demnächst bessere Videos folgen, die nicht so laggy sind und die wahrscheinlich auch eine bessere Qualität haben. Das zum Anfang. Nun möchte ich sagen, dass die Black Ops-Reihe fast schon durch ist und ich dann als Großprojekt ja logischerweise momentan Minecraft habe. Und ja, das hier ist jetzt eigentlich auch schon die letzte Mission hier bei unserem etwas in die Länge gegangenen Black Ops Let's Play. Und wir können hier gleich rumrennen und ja. Die Credits habe ich extra mal ein bisschen schneller laufen gelassen, damit man da nicht einschläft. Und ich glaube, die werden dann auch erst im nächsten Part kommen. Und ja. So schaut das dann aus. Jetzt haben wir den hier gut umgehauen und können jetzt hier los sprinten. Eigentlich ja nicht, aber los kriechen wohl eher. Und ja. Ich werde dann, wenn ich den HDPVR und die PS3 habe, werde ich dann auch nochmal einen neuen V-Log machen, um halt ein Update für den HDPVR, ach, für den Grabber zu machen, um halt die Installation und alles nochmal zu zeigen und ja, wie das genau abgeht. Wer jetzt fragt, was ich mir für einen Grabber hole, ich hole mir einen von Howpage, so, ich glaube, so heißt er. Der kostet, glaube ich, 120 Euro und der funktioniert halt super mit meinem Mac und da gibt es auch extra Software, die verdammt gut ist. Und ja, aber da werde ich alles noch näher eingehen, wenn ich das Ding dann hab und ja. So, und jetzt hat hier Mason oder wie er auch immer heißt, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich meine, es war Mason, einen ganz schönen Backflash. Und ja. Ich habe jetzt die letzten paar Parts auch nicht mehr die Sprache übersetzt, da ich denke, dass jetzt die meisten Zuschauer von mir das Spiel schon selbst haben oder halt so in der Lage sind, dass Englisch, was hier verwendet wird, was nicht gerade sehr anspruchsvoll ist, zu verstehen. Und ja. Ja, ich denke, dass ich dann auf der PS3 auch irgendwelchen Let's Plays machen werde und meine Xbox werde ich natürlich behalten. Vielleicht verkaufe ich sie auch, je nachdem. Ich denke aber eher, dass ich sie behalten werde und kann dann danach auch noch ein paar Videos drauf machen. Online werde ich da wahrscheinlich nicht mehr spielen. Ich habe auch mein Xbox Live-Abo gekündigt, da mir 60 Euro im Jahr wirklich ein bisschen zu teuer sind und ich dann lieber auf ein paar PSN-Ausfälle. Also, ich kann darauf bestehen. Ich will nicht darauf bestehen, aber ich kann damit leben, sagen wir es so. Und ja, jetzt wusste ich hier nicht wirklich, was ich hier machen soll. Und deswegen stehe ich jetzt hier mal ein bisschen dumm rum und gucke mir das an. Und ja. Wer noch in irgendeiner Hinsicht mal ein Let's Play von mir sehen möchte, in irgendeiner Art und Weise, also ein bestimmtes Spiel oder sowas, dann soll er mich, wie ich schon mehrfach gesagt habe, einfach mal anschreiben und ich würde mir dann überlegen, ob ich
ob ich es dann mache oder nicht. Und je nachdem halt, ob ich das Spiel habe oder auch nicht. Und ja, so schaut das dann aus. So, und ich glaube, Mason erinnert sich jetzt auch gleich an die Numbers, also die Zahlen, die von dem Schiff gesendet wurden. Und ja, dann werden wir noch die Mission spielen. Und dann ist auch schon das Spiel so gut wie vorbei. Zum Schluss würde ich einfach gerne wissen, wie ihr Black Ops momentan findet, weil mir macht nicht mehr so wirklich Spaß, da ich es ja jetzt auch für PC habe und auf PC finde ich, dass es einfach, ja, es wurde halt ein bisschen versaut, sagen wir es mal so. Die ganzen Patch, die rauskamen, waren einfach nur der größte Rotz. Der Meta-Patch ist noch nicht rausgekommen. Die Leute teleportieren sich immer noch. Die AK-74U ist immer noch viel zu überpowered. Die Farmers, ja, ich benutze sie selbst auch, aber sie ist extremst stark und ja. Die Snipern wurden versaut. Die kann man nicht richtig mit Quickscopen, es macht einfach keinen Spaß. Klar, man könnte mit Quickscopen, aber es ist immer eine Zufallssache. Auch wenn man direkt vorm Gegner steht und drückt ab, man kann ihm das Gewehr sozusagen direkt an die Brust halten und der Schuss geht trotzdem 20 Meter da drüber. Und ja, es ist ein bisschen nervig, aber ich hoffe, dass es sich dann auf der PS3 ändert. Ich hatte es für Xbox, hab's da aber halt schon länger nicht mehr spielen können, wegen unerklärlichen Gründen und ja. Ja. Und jetzt sehen wir hier halt, dass Mason eigentlich Steiner erschossen hat, aus der Perspektive der Männer in Gelb. Und dass Reznov eigentlich die ganze Zeit nie dabei war. Und ja. Jetzt sagt er auch, dass Reznov schon seit 5 Jahren tot ist und dass er bei dem Fluchtversuch von Wokuda gestorben ist und dass das halt alles nur eine Halluzination war. Dragovich, Kravchenko, Steiner, 3 new victims. There are gaps in your memory. Periods where you went MIA and... Es gibt Löcher in deinem Speicher. Ja, und so weiter. Ich konnte es jetzt nicht schnell genug übersetzen, da ich selbst gerade nicht richtig dabei bin, aber ja. Und noch ein bisschen am Überlegen bin, ja, egal. So. Zurück zum Spiel. Die Killstreaks finde ich eigentlich bei Black Ops relativ gelungen. Bei MW2, was ich jetzt letztens auch ein bisschen gespielt habe, waren sie eigentlich auch ganz gut. Manche sagen ja, dass sie bei Black Ops ein bisschen überpowered sind, dass man zum Beispiel den Chopper Gunner schon mit 9 Kills bekommt. Und bei MW2, soweit ich das noch weiß, erst mit 11. Und ja, ich meine, es ist Betrachtungssache. Ich finde jetzt bei Black Ops das Spiel für Anfänger zum Beispiel ein bisschen einfacher gelegt, da es für viele leichter ist, an die 9 Kills zu kommen, statt an die 11 und dann an die, sagen wir jetzt mal 25 für bei MW2 an die Nuke. Und daher gefallen mir eigentlich die Abschlussserien schon ganz gut. Und, leider liegt Black Ops, aber führt Black Ops dazu, dass halt viel gecampt wird, da halt die ganzen Maps einfach zu viele Ecken haben oder zu viele Räume, in denen man sich campen kann. Bei Nuketown campt zu 100% jemand in den Häusern. Es wird viel genuketubt, zwar nicht so viel wie bei MW2, aber es wird viel genuketubt. Beim PC ist die Semtex total scheiße, finde ich. Man kann sie nicht mehr so weit werfen. Sie fällt direkt nach ungefähr 20 Metern wieder runter. Und ja, jetzt findet hier Mason raus, dass das alles von dem Schiff Rusalka kommt. Oder Rusalka, wie auch immer man sagen möchte. Und ja. Ich schätze, dass ich
meine PS3 dann ungefähr nächste Woche bekommen werde, da ich diese Woche noch Mathe schreibe, einen Chemietest und Physik. Mathe habe ich heute geschrieben, aber wenn ich das Video hochlade, wird das bestimmt schon ein Tag oder zwei her sein. Und ja, die Videos werden natürlich 27p haben und das halt laggy-frei, sofern ich das hinbekommen werde. Ich denke aber schon. Und ja, das Programm, mit dem ich halt aufnehme, zeichnet dauerhaft den Spielverlauf auf, aber speichert den nur temporär. Was bedeutet, ich kann einstellen, inwiefern, wie lange das Video zwischengespeichert wird. Sagen wir zum Beispiel 2000 Gigabyte, um es jetzt krass hochzutreiben, also 2 Terabyte. Und ich kann dann komplett zurückgreifen und das dann also fest aufnehmen. Und dann, ja, habe ich halt die besten Momente direkt, brauche keinen Kinomodus. Das ist halt der Vorteil an meinem Programm und das werde ich alles noch genauer erläutern und dazu halt, wenn ich dann mein HDPVR und die PS3 habe. Und ja, okay. So, dann sind wir jetzt schon in der nächsten Mission und ich glaube, dass wenn ich nächstens irgendwie Spiele kommentiere, dass ich das dann direkt mache und nicht so nachträglich, weil das einfach verdammt viel Zeit kostet und wie ihr schon gemerkt habt, hängt man dann total mit der Zeit hinterher, weil man dafür Zeit finden muss, die Spiele nochmal neu zu kommentieren, sich das Ganze nochmal angucken muss, was dann bedeutet, dass ich sozusagen das Spiel zweimal spiele. Und ja, es ist dann halt ein bisschen nervig und ich muss mich dann einfach bemühen, gut zu spielen und versuche nicht so schnell abzukratzen und ja. Ja, so oft meine ich das. Nicht so schnell. Aber das ist jetzt Nebensache, denn wir beziehen uns jetzt nochmal auf das Spiel. Ich denke, dass das MW3 besser wird. Aber soweit ich das weiß, wird MW3 die Hauptplattform auf PC haben. Also es wird ja wieder. Ach, wie heißt denn jetzt der Entwicklername? Ja, ist jetzt unwichtig, aber irgendwas mit Games, ich weiß es. Mann. So, es ist jetzt egal. Jedenfalls wird der Entwickler sich auf, ich will es wissen, auf PC spezialisieren und daher denke ich, dass dann das Spiel ganz gut auf PC läuft. Vielleicht wird sich Microsoft auch wieder die Rechte für die Xbox kaufen, somit wird dann die PC-Version wieder total verschissen sein. Aber ja, das ist jetzt alles noch Spekulation und wir wissen das eigentlich noch gar nicht. Und ja, aber MW3 wird natürlich von mir auch gespielt, sofern ich Lust dazu habe, obwohl ich das sehr wahrscheinlich denken werde. Und ja. Leider weiß ich jetzt wirklich immer noch nicht den Namen, aber ich könnte schnell gucken. Nee, schade. Ich hatte nämlich noch COD4 auf dem Server und das war genau vom selben Hersteller. Aber ja, gut. Ja, jetzt weiter zu Black Ops. Black Ops ist schon ziemlich abgelutscht, finde ich. Es macht eigentlich nicht mehr wirklich viel Spaß. Und mir ist gerade der Name eingefallen. Es ist nämlich Infinity Ward. Infinity Ward fand ich eigentlich am besten. Die ganzen Spiele, also die ganze COD-Reihe von Infinity Ward, war meiner Meinung nach eigentlich die beste. Die haben es einfach drauf. Und Modern Warfare 3 wird auch von 3 Entwicklerteams hergestellt und programmiert, was denke ich die Bugrate etwas reduzieren wird. Und ja, ich glaube, hier werde ich jetzt einmal sterben. Ich weiß es aber nicht mehr. Ja, genau, einmal werde ich sterben. Und ja, am Schluss glaube ich dann noch einmal bei rund 25 und ja. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, denke ich, mache ich einen kleinen Schnitt und ihr seht es dann im nächsten Part. Haut rein, Leute!